Group 2 reassigned. Ah, nochmal eine fette Klaue. Scout complete. Scout, wo ist er? Aber was mir in der englischen Version aufgefallen ist, in der deutschen Version benutzt man die Taste W, um Einheiten zu bewegen, in der englischen M, was in der englischen eigentlich auch Sinn macht. Move. Aber im Deutschen dann W für B. Schauen wir mal, was kommt denn da auf uns zu? Noch einmal Zeit. Die sind eigentlich schon. Vor allem, weil der eine gerade voll auf meine Collector geht. Ressourcenname. Ja, sind das Minen? Sind das Minen? Weiß ich gar nicht. Oh, Herr. Da kommen ein paar Körper. Der dann Champion. So. Jetzt bauen wir mal wieder schön weiter. Das ist ordentlich, ordentlich. Ein Frigate. Das war's, Gruppe 3. Da kommst du da rein. Heavy Corvettes. Kümmere ich mich mal um die kurz. Hätte ich eigentlich schon vorher machen sollen, aber egal. Dicke, fette Klaue. Gleich kommt die. Kommen die? So, Gruppe 5 ist noch nicht. Dann machen wir da mal Gruppe 5 draus. Können wir noch einen Bomber bauen? Die haben ja noch Geld. Mehr als genug Geld. So viel Geld. Zack, auf geht's. Engage. Die kriegen gleich aufs Maul. Bam, bam. Ich mach mal ein Safe, ich hab ja so viele. Safe Game. Komm mal, nice. Tech Bomber. Ich hab ja gar keine Gruppe 1. Ich soll schon die Safe verwenden. Gruppe 5. Claw. Heavy Corvette complete. Group 2 reinforced. Ja, die gehen jetzt erstmal auf die Bombe. Die Bombe sollte ich auf Ausweichen stellen. Ich sag ja, die gehen immer auf die Bombe. Gut, dass er seine Kräfte gespalten hat. Kommt da wieder was? Nein. Ist gut. Das hat mir aber easy killen. Also. Wie sieht's mit dem. Wow. Ion. Frigate lost. Ich glaube, es wäre besser. Frigate lost. Na, deswegen, wenn wir jetzt eine große Formation haben, machen die nichts mehr gescheitert. Jetzt gehen zwar meine Jungschütze gerne kaputt, aber
Who cares? Frigate lost. Target acquired. Auf geht's. Viel Geld haben wir. Und dann noch eine Jungschützegatte rein. Ein Attack-Bomber. Was hat der jetzt? Ah, das sind. Die Dings-Korvetten. Bahnhofskorvetten. Ja. Ich hab gedacht, naja, die Bomber werden mit dem kleinen Teil schon fertig. Pustekuchen. Aber Korvetten sind schneller als das restliche Teil. Ich glaube, ich baue einfach mehr Korvetten. Produktion oder? Weil die Bomber sind zwar hübsch und machen eigentlich einen fetten Schaden gegen den Träger. Ja. Da hört es aber so hübsch an. Pine Frigate complete. Pine Frigate complete. Group 3 reassigned. Group 2. Ach du meine Güte, den Einkriegen auf jeden Fall. Wie ist momentan noch die Welt schon nicht? Gut, dass ich auch zwei Gruppen habe. Sind zwar unterschiedlich groß, aber. Geht er? Zack. Dann. Haben wir wieder eine. Wie Geld haben wir gar nicht mehr. Obwohl die ja noch schön am Arbeiten. Am Ressourcenfarm sind. Jetzt mach mal hin. Carrier destroyed. Ich würde sagen, die Korvetten kümmern sich um die Jungschützregatten und Begleitung und sowas. Und die. Ne, obwohl, meine Jungschütze. Na, ich mache erstmal die Begleitung fertig. Ein Bomber. Obwohl, das sollte man anbieten. Okay, ich kann wieder Heavy Korvetten bauen. Oh mein, das sind jetzt langsam so viele. Fucking viele Korvetten. Was wollen wir machen? Ich weiß nicht, ob das dann gilt ab dem komischen Sternchen da. Kann ich mit der auch, mit denen auch direkt da drauf lassen. Wenn die Korvetten das erledigen. Auf geht's, mach die fertig. Ich hoffe mal, das reicht noch. Nicht mehr doof. Ich habe ja noch ein paar Korvetten, die kann ich noch nachschicken. Ich glaube, es reicht zurzeit nicht, dass die noch rechtzeitig da sind, aber egal.
Und jetzt kommt ja die geballte Feuerkraft aller meiner Units und dann kriegen wir die schon down. Oh. Auf geht's, das schafft ihr. Das war schon mit der Mission. Keine. Machen wir noch ein Hyperspace, vielleicht ist da noch irgendwas Neues. Aber ich glaube, die werden jetzt einfach die Zwischensequenz, die normalerweise nach der vierten Mission kommt, einfach einblenden. Oder einfach gar keine. Das kommt nämlich. Stimmt, nach der fünften Mission ist ja Hummel VRM schon fertig. Bla bla bla. Next. Bla bla bla. Game of the Year Edition. Wohl den Soundtrack hätte ich gern. Na ja. Und Cataclysm. Next. So, die Aufnahme wird jetzt wahrscheinlich abbrechen. Ja. Gut gemacht, Fraps. Das war's dann jetzt auch. Soweit. Mit Homeworld OAM. Das heißt, wir haben jetzt nochmal diese Raiders Retreat Mission. Ah, die Raiders Retreat Mission. Man merkt schon, es passt einfach nicht zum Hauptspiel dazu und es fehlen ja noch Zwischensequenzen und sowas, was ich ehrlich gesagt ein bisschen blöd finde. Aber das liegt wahrscheinlich daran, dass sie die Mission relativ früh schon aus dem Spiel entfernt haben. Zumindest denke ich mir das mal. Ja, das war nochmal die kleinen Bonusaufnahmen, die ich jetzt gemacht habe zu Raiders Retreat. Und ja, wir sehen uns dann in den nächsten Let's Plays, Folgen, keine Ahnung, werden wir dann sehen. Also sag ich schon mal, Lifemaker over and out.